Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde LS19 hier aus der Niemandsland. Ja, ich hoffe, euch geht's Ihnen gut. Ich seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und die Haferernte ist voll im Gange. Der Helfer läuft schon auf dem letzten Feld. Und wir sind kräftig beim Stroh verkaufen. Der Plan für die heutige Folge ist, ein Feld fertig zu machen. Dann werden wir einen Tag nach vorn skippen, damit dass die anderen Felder fertig werden, dass wir dann gleich dann die Rapsernte anfangen können, dass wir wieder Kohle einbringen. Ich weiß, für den einen oder anderen wird das ein bisschen eine langweilige Geschichte sein, aber besser noch als wir, wenn ihr mal zuschauen müsst, wie ich 30 Minuten lang hier Föder bestellt. Ein bisschen so Stroh sammeln ist ja nicht schlecht, würde ich sagen. Stroh haben wir ja mehr als genug, dass wir es verkaufen können. Vielleicht mache ich auch ein Feld, dass man es gleich bestimmt. Mal schauen, weil Dünger brauchen wir. Wir müssen halt einen Dünger nur dazu holen, weil ich habe nachgeschaut, in der Maschine geht mir Dünger nämlich ab. Normal ist der Preis so weit unten, dass ich es im Normalfall lagern würde. Und dann die Stroh eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich einen besseren Preis kriegen würde, verkaufen würde. Aber dadurch, dass wir ja kein Lager haben für Strom momentan. Und ich ja generell andere Pläne momentan habe, was mit den Götzen umfangen ist. Was da ist. Mal 5. Dass wir loslegen werden. Ich glaube jetzt nicht, dass über Nacht die ganze Ernte verdorrt. Gehen wir ein bisschen Strohpreis raus. 51, glaube ich, war der letzte. Wohl
Hölle. Milch, Milch kriege ich mal zum guten Preis. Jetzt passen wir auf. Wenn wir schon dabei sind. Fällt aus, haben wir jetzt Weizen oben. Da wäre schon ein bisschen miteinander experimentiert. Fällt 2, müssen wir Raps auf wieder. Dann mal die Notanke. Schön, schön, schön. Dann können wir das ein bisschen vorbereiten da. Dann könnten wir ja schon mal Raps aussehen auf dem Feld 2. Raps ist noch da. Da glaube ich haben wir nur Saatgut in der, gell? Können wir da jetzt, pass auf, Ölrettich können wir aus und Raps können wir aus Samen, ja. Jetzt machen wir mal die. Leider haben wir zwar dann kein Dünge-Ding dabei, aber wir sind da breiter aufgestellt. Und warum auch nicht, gell? Warum auch nicht? Wir haben ja einen Düngestreuer. Wir haben bei dem Düngestreuer. Und wir müssen jetzt erst grubern. Jetzt hat man da, okay. Da müssen wir zuerst grubern. Das heißt, wir schnappen uns die Saatmaschine. Raps ist schon eingestellt. Hervorragend. Hervorragend. Solange es noch hell ist, werden wir da jetzt Raps so sehen. Auf
auf den Feld, aber zumindest mal die Sebmaschine da hinstellen. Fürs nächste Jahr schon Raps angesät. Ja, dessen, dass der Helfer unseren Hafer auch erdrischt. Natürlich hören wir dann, wenn wir auf die Nax Gräser und Traktor rumsteigen, hier dann auch mal dann ein paar Gräser in die Seemaschine umsteigen. Der Flotter hier, meiner Meinung nach. Das war mal am Feldrand dann noch mal lang fahren. Da haben wir ein Vorgewinde. Raps muss er in ihrem Boden. Für drei müssen wir so ein Anno was passendes einfallen lassen. Aber das können wir dann wiederum einen Helfer machen lassen.
gucken, wie ihn findet. Hervorragend. Sind wir in der Folge schon fertig, dann werden wir den Rapsus sehen auch noch. Also hoffe ich einmal. Natürlich auch für Soja werden wir auch aufhören. Auffällen, ja. Wir fällen jetzt alles. Wir reißen alles nieder. Jetzt hätten wir schauen müssen, ob wir es pflügen an und müssen, die Föder. Da wird es nicht aufpasst. Muss ich nachher machen. Jetzt machen wir auch was mehr auf. Es muss krass gepflügt werden, oder? Ja, noch nicht. Noch nicht. Aber ich denke, in der nächsten Saison braucht man dann die nächste Herren, die Stufen für die, also für die Season-Einstellung. Wenn wir jetzt mit die Föder haben, wenn wir mehr sind. Dann werden wir bei der nächsten Vorbereitungsrunde, wenn wir dann einmal eine ganze Ladung. Eine ganze Ladung Saatgut und Dünger mehr organisieren. Weil zwei Paletten Saatgut habe ich nur, aber ich habe keinen Dünger mehr. Da reden wir oft was, da muss ich mir was einfallen lassen, wie ich mir den Dünger hole. Schauen wir mal, ob ich mit 20 Liter rauskomme. Ich weiß, glaube ich, habe ich nur zwei einen Düngestreuer innen. Dann braucht man etwas für die Suhr, also für die Gülle, wie man so schön im Hochdeutschen sagt, zum Ausbringen. Müssen wir noch was organisieren. Da hätte man nämlich ein bisschen Kunstdünger auch noch einsparen. Aber das führt, müsste die rein theoretisch schon mit dem Dünger hinkriegen. Ja, 4 Liter, 3 Liter. Echt ein Ding auffüllen. So viel, dass ich da so viel im Düngestreuer drin habe. Oh!
Das war jetzt nicht gut. Die Silo-Ballen wegkicken. Ups, aber jetzt hänge ich fest, oder? Sau blöd, wie muss ich jetzt da fahren? So. Ich habe schon gesagt, dass ich in der Folge umswitchen möchte. Das mache ich auch. Keine Angst. Ein bisschen Chaos, aber das seid ihr von mir gewohnt. So, und auf geht's. Jetzt mal da den Team voll krank. Ich bin gerade beim Überlegen, wie ich da den Rest vom Dünger auch kriege, wenn ich ihn jetzt kaufe. So, dann haben wir den. Dann haben wir wenigstens erst die Feldschuhe gesehen für die Ernte fürs nächste Jahr. Hervorragend. Für 3 haben wir Raps gehabt. Da sehen wir dann Hafer.
Während das dies O tankt. Mal schauen wir mal. Was haben wir denn da alles drin da? Schauen wir mal, was haben wir denn? Tierfloder. Haben wir ja auch gleich den großen drin. Ne? Dann hätten wir den kleinen Autoanhänger. Der würde ja schon passen eigentlich. Den werden wir uns gönnen. So, haben wir den 26, das geht gut. Dann putzen wir dies zusammen. Mal schauen, ob wir da in der nächsten Folge wieder Raps ernten können. Dann haben wir uns da bei dem Traktor die Palettengabe aufhupfen lassen. Machen wir so, schaut besser aus. So, Wachstum. Jetzt haben wir es 21 Uhr, 29 in der Früh, 8 in der Früh. Es sollten 7 in der Früh sein. Synchronisiert danach. Dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge anstellen. Also wenn es nicht fertig ist, lass ihn gleich anfangen mit der Weizenernte. Dass wir das ein bisschen nutzen können. Das Ganze. Im Wachstum. Das andere ist kurz vor dem Reifwerden. Also hoffe ich einmal zumindestens. Richtig viel zum Tor.
Dann können wir gleich noch in der Folge ein bisschen die Pferde versorgen. Gerne ein bisschen Stroh. Hier ein paar Minuten haben wir ja noch Zeit. Mal. Mal. Schauen wir, dass wir in der nächsten Folge auch die Milch verkaufen. Die Silobäume da den kleinen Weg da, nee, da zu die. Na, sag gleich, Kühe. Schauen wir gleich mal, was geht denn da? Stroh geht, da geht nichts so. Da geht Stroh, das passt gut. Aber ich würde sagen, ich versorge jetzt noch schnell die Viecher selber fertig. Also war fertig. Da muss man ja keiner zuschauen. Ich hoffe, die ganzen Ernteaktionen momentan. Ich habe es ein bisschen Freitro, dann würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus dem LS19 weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch noch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.